Wir sind im Inneren der Burg angekommen und damit herzlich willkommen zurück zu Spear of Destiny. Unser erstes Secret in der Wand links, um das kümmern wir uns gleich. Aber erstmal schauen wir nach draußen und säubern das Gebiet um den Startraum, bevor die Jungs uns wieder umzingeln. Während die umfallen wie Streichholzmännchen, mache ich nebenher schon mal das zweite Secret auf. Das hier wird ein zentraler Hubraum, von dem mehrere Wege ausgehen. Und irgendwo müsste hier noch ein einsames Hündchen rumlaufen. Egal, irgendwann kommt er schon angedackelt. Wir gehen jetzt erstmal ins zweite Secret und räumen ordentlich auf. Das macht den späteren Verlauf des Levels nämlich um vieles einfacher und stellt sicher, dass er auch auf die Jungs auf der anderen Seite der Fässer wartet, denn die müssen auch weg. Und jetzt, wo wir das meiste unserer Ammo rausgeblasen haben, da ist er ja, der Streuner, kommt das erste Secret im Startraum gerade gelegen. In dem gibt es nämlich einen ordentlichen Vorrat an Bullets und auch die dicke Marie. So, dann schauen wir in Richtung Süden. Hinter der Keytür das Ziel. Schlüssel brauchen wir natürlich noch. Also schauen wir erstmal in den Raum daneben. Auf den ersten Blick eine Sackgasse. Aber Profis wissen, hier gibt es unser drittes Secret zu finden. Mehr als offensichtlich. Als nächstes kommen wir an die Stelle, die ohne das zweite Secret richtig hässlich geworden wäre. Wir betreten jetzt nämlich den Raum, in dem wir davor das Massaker veranstaltet haben. Hätten wir das nicht gemacht, würden die Jungs uns nämlich jetzt von zwei Seiten hinter den Fässern so richtig einseifen. Quasi nicht zu überleben. Das zweite Secret zu kennen, macht die Map also um vielfach einfacher. Auch an dem Eck hier hätte man uns wieder von hinter den Fässern überrascht. Ihr könnt vielleicht noch die Leiche des Guards sehen. Und während ich schon mal das vierte Secret öffne, kurzer Exkurs. Gegner hinter Fässern zu platzieren in abgeriegelten Gebieten, die man nicht betreten kann. Das ist so ein alter Wolfenstein-Level-Design-Running-Gag. Ich find's irgendwie arschig, aber cool zugleich. Und in dem Level hier ist's eben ein Hauptthema. So, ab hier wird's leider ein bisschen verwinkelt. Und da hilft es auch nicht besonders, dass wieder alle Wände die gleiche, wenn auch zugegebenermaßen recht coole Textur haben. Aber ein guter Ratschlag ist, sich in dem Bereich immer erstmal rechts zu halten. Denn dann kommen wir immer genau dahin, wo wir letztendlich auch hin wollen. Der Weg hier zum Beispiel wird uns zum Silberschlüssel führen. Und der wird bewacht von der kleinen Mini-Armee im Raum vor uns. Also lasse ich mal wieder unsere dicke Berda sprechen. Und genau deshalb macht Wolfenstein auch so viel Spaß. Es ist wie gutes Fastfood, schnell und simpel und man kann nie genug davon haben. Hier dürfen wir uns erstmal wieder ausrüsten und wie versprochen der Silberschlüssel vor unseren Füßen. Mit dem im Gepäck tracken wir nochmal back. Übrigens leider auch ein großes Thema dieser Map, besonders für Secret-Kompletisten. Nicht viel in der Sackgasse, also auf durch die Silbertür. Achtung, im Eck wartet El Mutante. Und auch hier hole ich wieder das große Kaliber raus, denn jetzt kommen die Officers wieder wie Kakerlaken aus ihren Verstecken gekrochen. So, die vier sollten erstmal alle gewesen sein. Was es in dem großen Raum noch gibt, außer ein paar Gegner, ist der Goldschlüssel für die Tür zum Exit. Aber auch eine Menge geheimer Pushwalls, wie zum Beispiel zwischen den beiden Säulen. Haben wir die ersten paar davon aus dem Weg geschoben, werden wir vor einer Wand bestehend aus zwei Pushwalls stehen, nämlich diese. Hier ist es wichtig, die richtige Reihenfolge zu beachten, da euch sonst den Weg zu weiteren Secrets versperren könnt. Also erstmal die Wand links und dann die rechte von hinten aktivieren. Den süßen kleinen Treasure in der Nische nehmen wir mit. Dann durch die Tür, wo zwei extra Leben auf uns warten. Und ja, noch mehr Secrets. Pushwall Nummer 1, Pushwall Nummer 2. Und wenn ihr diese ganze Sequenz gemeistert habt, steht ihr vor dem Secret Exit. Das werden wir aber erst später nehmen. Der Ausgang durch die Tür vor uns ist blockiert, weil wir davor eine Pushwall davor geschoben haben. Also gehen wir nochmal den komplizierten Weg außenrum. So, theoretisch könnten wir jetzt das Level auch schon über das reguläre Exit beenden. Aber es gibt noch einen großen optionalen Abschnitt voller liebreizender Mutants, die uns zerfleischen wollen. Und das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen, oder? Also weiter geht's auf neuen Pfaden. Und da warten schon die Lauselümmel von der Schutzstaffel auf uns. Der braun gekachelte Bereich hier wird unter anderem voller Mutants sein, beherbergt aber auch die letzten zwei Secrets der Map. Und eins davon ist direkt hier. Also eine riesengroße Schatzkammer, die von jeder Schatzsorte des Spiels eine Traube beherbergt und dazu noch ein Extra-Leben. Also ich sag's nochmal, alles optional hier. Also wer keinen Bock auf den Scheiß hat, kann sofort ins Ziel. Aber wir, sobald wir alles in unseren treuen Rucksack gepackt haben, dringen allerdings tiefer in das braune Marmorgemäuer vor und finden neben der Säule hier unser letztes Secret. Eine Menge Fresschen können wir aber eventuell noch gebrauchen bei den Gegnern, die jetzt auf uns warten. Sorry Freunde, ich muss eure geheime Sexparty im versteckten Dungeon schmeißen. Ich hab Schätze mitzunehmen. Und wie ihr seht, hier geht's schon los mit den Mutants. Im nächsten Raum wird gleich noch einer warten. Zuerst muss aber das Fußvolk dran glauben. Genau da ist er, Johnny Mutante. Und wie ihr gleich sehen könnt, hat uns das Secret einmal im Kreis geführt. Ich nehme wenig von dem Chubby hier mit, denn für die Party, die jetzt kommt, möchte ich ein bisschen gerüstet sein. So, ihr Bengel, lautlos von hinten,
Das kann ich nämlich auch. Was wir jetzt vor uns haben, ist ein Schatz- und Verpflegungsraum, der mit Schlüsseltüren abgesperrt und von zwei separaten Gängen umschlossen ist. Ihr seht überall abgesperrte Türen und alles fein bewacht von Mutants. Ich laufe jetzt erstmal die Außenkorridore ab und schlacht alles an Mutants ab, bevor wir uns in die Herzkammer reinwagen. So, da ist schon der zweite Außenschlauch. Erwischt du Nase? Und über die Tür kommen wir jetzt direkt in den zentralen Raum. Und ich sag's nochmal zum dritten Mal, trotz der Schlüsseltüren ist das alles hier freiwillig, also hier müssen wir nicht sein, um das Level beenden zu können. So, bevor wir jetzt ins Secret Exit gehen, zeige ich euch auch nochmal schnell das reguläre Exit. Aber ich glaube, ich muss hier nochmal eine Runde drehen, weil ein Mutant fehlt mir. Jawohl. Okay, aber zurück zum Hauptprogramm. Backtracking bis an den Start wird uns leider nicht erspart bleiben. Unter anderem nochmal vorbei an den schönen Fässern. Baue ich in meine eigenen Levels ehrlich gesagt auch gern ein, solche Fallen. Das ist okay, solange man nicht damit übertreibt. Also ich meine damit eine Menge unerreichbarer Gegner fies hinter Fässern zu platzieren. Aber gut, so, da wäre sie, die Goldtür. Hinter der nochmal ein letzter Schwall an Drittreichsgesocks. Und auch die gehen scheppernd zu Boden. Ah, ich liebe einfach den schallenden Sound unserer Bertha. Auch hier wie immer alles mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest ist und glänzt im Lichte der schummrigen Deckenbeleuchtung. Also hier das reguläre Ziel, dahinter noch ein Blaumann und ein Krönchen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Außer, naja, vielleicht ein kleines Secret-Levelchen. Aber vorher hole ich mir nochmal den Stuff aus dem Secret. Und ich kann es jetzt schon mal sagen, das Secret-Level, das jetzt auf uns wartet, wird die größte und beschissenste Map des Spiels, auch ziemlich hart. Die wurde eigentlich nur gemacht, um den Spieler zu verarschen. Wenn ich euch den Titel nenne, der da Pushwall Panic heißt, könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, was auf uns zukommt. Das wird jetzt übrigens das erste Mal sein, dass ich diese Map ernsthaft 100% in einem Run, könnte also lustig werden. So, wir flicken den Switch und es folgt die Abrechnung. 100. 100, gut. Acke, leckt's mir doch. Schon wieder so ein mieser 99%er. Leute, ihr wollt mich doch verkacken. Aber Wurstbrot, mit Vorausschau auf die nächste Map gehe ich jetzt erstmal heulen. Bis denne wieder.